erstmal einen Charakter-Editor, also mach du dir erstmal deinen Charakter. Gibt es einen Charakter-Editor, wenn du auf Start klickst? Was ist das denn alles? Spezies. Spider, okay, das ist scheinbar Mensch irgendwie. Human. Avian. Affe, also Apex. Floria, Floran. Hüte. Glitch, also ein Roboter. Und ein Flammendings. Was meinst du, Mordi? Du wirst wahrscheinlich wieder irgendwas Abgespacedes nehmen, wirst halt irgendwie wieder den Alien nehmen hier. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Alien haben übrigens das Gender entweder blaue Blume oder rote Blume. Das ist Das kommt darauf an, welches sehr davon. gut. Oh Gott, was ist das denn alles? Und die Roboter haben übrigens Stecker oder Steckdose. Das finde ich gut. Stecker oder Steckdose als Gender. Soll ich einen Mensch nehmen oder? Ich habe keine Ahnung. Oder sind die noch Roboter? Flamme. Flammendings. Ich meine, das ist Starbound. Da müssen wir jetzt, muss jetzt kein Menschen unbedingt spielen. Ich hab keine Ahnung von dem Spiel. Weiß nur, es dauert lang. Na komm, ich bin schon in der Charakterauswahl. Bist du schon drin? Ja, alles gut. Hier unten können wir auswählen, Casual, Survival oder Hardcore. Wir spielen Survival, oder? Survival. Was nimmst denn du hier an dem? Da gibt es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spezies. Sag mir, was du nimmst, dann Das weißt, ist was ich doch nicht nehmen vollkommen kann. egal. Finde ich nicht. Ich will nur nicht das gleiche wählen wie du. Das ist, also. Nimmst du eigentlich einen Random-Namen oder? Hier gibt es einen Namen. Ja, Name. Das steht groß fett hinten in der Mitte. Mal gucken. Ich muss mich erstmal für eine Spezies entscheiden. Ich weiß nicht. Es gibt Intro-Missionen und so. Da muss ich mich entscheiden. Roboter, Affe. Okay, Ah, cool. ich kann mich nicht entscheiden, verdammt. Also wie gesagt, ich hab keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Wahrscheinlich muss irgendwer einen Server erstellen und dann. Ja. Cool, dann Randomize. guck ich mal, ob das mit dem Server funktioniert. Fragezeichen. Oh Gott. Nein, das ist mir ehrlich gesagt zu technisch, bevor ich hier irgendwas kaputt mache. What? Start du mal einen Server, bitte. Ja, es ist dir zu technisch. Ja, ist es. Deshalb soll ich's machen. Guter Witz. Okay, ich bin gerade Ich noch habe beim kein. Charakter erstellen. Das ist. Ja, cool, ich auch, aber wenn hier keiner einen Server erstellt, dann können wir das Ben hier nicht Connor. machen. Wenn du mir gleich sagst, wie ich's machen soll. Ich nehme mal an, beim Spielstart dedizierten Server erstellen. Du meinst, das kriege ich besser hin als du. Ich installiere rein aus Prinzip einfach schon mal Way Out. An der Stelle. Na komm, Kom wir wären komplett, es doch. komplett Wir ohne wären Zusammenhang. es doch Das mache wohl. ich einfach Wir wären mal. es doch wohl hinkriegen, hier Starbound gemeinsam zu spielen. Seid doch nicht bekloppt. Ich hab's noch nicht installiert, also da haben wir ein Problem. Du hast es ja gekauft? Was? Und ich hab's nicht hier. Stimmt, ich hab's ja nicht, aber ich bräuchte dann den Friends Pass. Den müsste ich wahrscheinlich irgendwie noch Den gibt's nicht, kaufen. das läuft über Steam Remote Play. Deshalb kann ich dir streamen und du streamst das dann wieder, aber wir wissen, dass es sonst nicht gut funktioniert. Hübsch. Personality. Schön, dass die Körperform und der Personality gespeichert ist. Augen.
Gut. Schön pink. Shirt Color, oha. Es ist ein Pixelspiel und du hängst 10 Stunden in dem fucking Editor. Ja, so muss das sein. So, rote Hose. Oder finden wir noch eine schwarze? Ja, finden wir. So, Name. Everblade. Freelord. Freewatch. Nehmen wir unseren richtigen Namen, oder? Zwergi. Ich hab meinen Charakter schon seit einer halben Stunde erstellt und spiele hier schon gerade. Ich hab gerade Kohle gefunden. Skip into Mission. Skip into Mission? Ja, wahrscheinlich, oder? Dann. Ich hab die Intro Mission geskippt, das ist eh dasselbe wie immer. So, wie kriegen wir das jetzt hin? Oh, ich hab hier ein Raumschiff. Ja, wir spielen jetzt gerade getrennt und ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst, weil ich traue mich ehrlich gesagt nicht einfach so irgendeinen Server zu erstellen bei irgendwas. Damit kenne ich mich zu wenig aus, das ist mir zu riskant. Was sollte daran riskant sein? Ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß es nicht. Ich auch nicht, sondern Prof dazu holen, der muss arbeiten. Erstens das, zweitens hat er kein Interesse am Spiel und drittens, mach du mal. Mal gucken, was passiert. Mhm. 6,5 Stunden später. So. Into Ship. Ich bin jetzt auf deinem Schiff. Wir gehen jetzt auf deinen Planeten. Ich komme hoch. Gott, wie sieht denn dein Schiff aus, Alter? Ich komme. Ah! Da bist du. Hi. What the Ja, übrigens hier. Coole neue Waffe. Die vergiftet Gegner. Aha, okay. Hab ich noch nicht. Aber what the fuck, hier. Wie abgeranzt ist denn dein Schiff? Was hast du hier gemacht? Nix, das habe ich einfach so bekommen. Das war so. Natürlich, das sagen sie alle. Das ist mein Schwein hier. Was ist Schwein? Ich töte es. Hab ich schon versucht, wenn du es hinkriegst. Ich streichel's. Okay, cool, wir haben es geschafft, auf den gleichen Planeten zu kommen. Und ich bin eine sexy Roboter-Dame. Und du bist ein Flammentyp. Ja. Oh, jetzt haben wir hier Beam Down und eine Tesla. Beam to Party Member. Ah ja, das wäre vielleicht. Ach, hier ist der Brunnen, den du meintest. Ja, cool, den hatte ich nicht. Ich hatte Pilzmenschen. Ah, hier. Hi. So, ich fäll. Ja, trinke. Ich fäll einen Baum. Gut. Ja, willkommen zurück zu Starbound. Wir spielen das jetzt. Zur ersten Folge Starbound. Es gab definitiv nie technische Probleme, Fehler oder Inkompetenzen von beiden Seiten. Wir probieren das gerade hier zum ersten Mal aus. Modi. Ja, also ich habe dieses DLC gekauft, deshalb habe ich hier jetzt schon am Anfang diese Waffe. Ja. So ungefähr. Ich habe ja so ein Ding. Guck mal, Modi. Cool, ich fälle Bäume. Was ist dies? Ich hab hier ein Dings. Ja. Jetzt hast du es wieder. Ein Zeppling. Okay, dann erkunden wir hier mal. Baumfällen. Achtung! 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 I discovered coal. Baumfeld. Aua. Hat das gerade Schaden gemacht? Keine Ahnung. Ich hab doch gesagt Baumfeld. Wenn du da drunten stehst. Ah, verdammt! Hilfe! Gute Arbeit. Ich bin, ich brauch vielleicht mal ein Schwert. Du hast dein Schwert schon. Oh Gott, hier sind Monster. Hier sind Hilfe, Monster. Hilfe, Hilfe! Die auch! Hilfe! Geh mir weg! Was bist du eigentlich? Okay, ich lebe noch. Schaden, ich mach viel zu wenig Schaden für dieses Ding. Ich hab's geschafft. Ich grab mich jetzt hier durch. Ich hab hier so ein Echsen-Löwenvieh. Alter. Gräbst du dich jetzt auch in die Höhle rein, oder? Nein. Oh, ich bin auf meinem Schiff gespawnt. Und du bist gestorben. Ich grab mich gerade durch eine Höhle durch.
Oder wollen, wollen wir mal auf meine Welt gehen? Ne, wir sind jetzt hier. Aber meine ist so viel schöner und freundlicher. Ein Planet nacheinander erkunden. Ich bin wieder oben. Ich erkunde jetzt meine Welt weiter. Ich rede mit den Pilzleuten, die sind nett. Ich habe hier gerade ein Sternportal. Bau das Sternportal ab. Geht nicht. Wo bist denn du jetzt? Auf meiner Welt. Ich bin bei mir random gespawnt. Ach Mensch. Was muss ich machen? Kann ich auf deine Welt überhaupt drauf, oder? Du kannst über den Teleporter müsstest du dich zu mir porten können. Beam to Party Member. Ja. Boah, ey. Ah, hier. Da ist Oh. Andere Räume. Siehst du, ist doch viel freundlicher hier, oder? Ja, WhatsApp. Holz. Oh, hier ist ein Lager. Ja, habe ich ja gesagt. Übernachte derweil. Kochen. Wollen wir das Lager hier leben. Ich würde ja sagen, wir akquirieren das Lager, aber ich weiß, dass hier hinten noch ein besseres ist. Wir müssen uns irgendwo, ich würde irgendwo eine Basis mal bauen. Das wäre mal Ja, wie gesagt, ich würde das einfach bei dem schon vorgegebenen Lager machen, hier drüben. Oder bei dem Turm von den Pilzen. Oh, Pilz. Oder sonst was. Ja, habe ich ja gesagt. Gibt der eigentlich Holz, wenn er fällt? Nee, Pilz wahrscheinlich. Probieren wir es aus. Zwei, die den Pilz abgraben. Ja, Pilz tatsächlich. Das war Lebewesen. Irgendwas wollte ich mir noch für den Stream aufheben und dann mal erzählen im Stream. Was war das? Schon wieder eine von deinen Sexgeschichten? Ah ja, nee. Ich hab ausnahmsweise nicht. Ich hab grad Pokémon Strahlender Diamant hochgeladen, bevor ich hier den Stream angefangen habe. Und ich habe jetzt im Untergrund gespielt. Ich habe jetzt die erste Folge im Untergrund aufgenommen. Und was mich ein bisschen, da müssen wir mal drüber reden. Da gibt's einen. Da, die haben jetzt einiges Neues eingeführt. Da gibt's. Oh, wer ist denn die Frau dort, die Lady? Das ist NPC-Frau. Du hast eine andere! Ich hab nicht mit ihr geredet. Töte nicht die NPCs. Hey Stranger, if you are looking for irgendwas, Verkehr. Hey. Kisten. Oh. Hast du was in den Kisten? Ich setz mich zu ihr. Ja, sie hat was in den Kisten. Nice. Core fragments are good for chemical. Kann ich lesen. Ja. Hier sind zwei Zelte. Wollen wir das hier als Lager nehmen oder wollen wir noch ein kleines Stückchen weitergehen? Wenn es noch was Besseres gibt? Ja, hier oben. Oh, dann nehmen wir das hier. Und mit hier oben meine ich ein vollständiges Lager von freundlichen Pilzleuten. Die ich also sollten wir nicht erst die Pilzleute töten und dann das Lager übernehmen, oder? Die sind freundlich. Ich glaube nicht, dass man sie töten kann. Wollen wir es probieren? Ich habe viele Schwerter, ich will es eigentlich nicht. Ich werde auf jeden Fall umbauen. Ich weiß nicht, ob das denen gefällt, wenn wir das Dach zum Beispiel umbauen. Keine Ahnung, aber ich habe ein Manipulator-Modul gefunden. Okay, wie komme ich hier wieder runter? Das ist ja richtig krass. Ich komme hier nicht mehr runter, Mordi. Wie kommt man die Treppe wieder runter? Ducken und dann springen. Ah, okay. Ich werde mich mal hochbauen und das Dach abbauen. Okay. Hast du... Ich loote die währenddessen weiter. Wie kann ich Sachen bauen hier? Erde ich hier. Ich habe, glaube ich... Hier. Hey, guck mal. Moment. Was hast du da? Wie komme ich denn da jetzt hoch? Keine Ahnung, ich hab Musikinstrumente gefunden. Das ist der beste Start, den man haben kann. Na toll. Hast du auch ein Instrument für mich? Nein, ich habe nur eins gefunden. Verdammt. Aber ich liebe es. Versuche hier gerade hochzukommen. Verdammt, ich habe mich eingebaut.
Ich wollte gerade erzählen von Pokémon Strahlender Diamant. Da haben sie jetzt im Untergrund unter anderem auch so Mystery Dungeon-mäßige Sachen eingebaut, wo du dann halt Pokémon fangen kannst im Untergrund. Aber die haben auch jetzt, die haben sowas irgendwie, das, was irgendwie aussieht wie Lootboxen irgendwie, was die da jetzt eingebaut haben. Was mir ehrlich gesagt irgendwie, ja, das finde ich ein seltsames Statement. Also, die sind kostenlos, du musst da kein Echtgeld für ausgeben, aber naja. Oh, Weihnachtslieder hier mit Mordi. Ja, ich liebe es, dass man es kann. Nein! Ich will die NPCs jetzt. Ich will die NPCs nicht angreifen. Ich bin gestorben. Ich will es nicht riskieren. Ja, du kannst jederzeit zu mir. Ist doch egal. Ich wollte das Dach abbauen, damit wir da mal ein schöneres Dach drauf bauen. Wir können auch erstmal das Ding hier als Basis nehmen, so wie es ist, weil es super viele Lagerplätze hat. Ich mach das Dach daneben nicht. Was aufbauen. Das können wir machen. Oder wir können das gleich umbauen. Ja, aber warum? Das ist doch schon ein vollständiges Ding. Das können wir doch als Lager nehmen. Wir packen hier einfach sämtliche Kisten rein, bauen das Interieur ab und dann ist gut. Es wird Nacht. Wollen wir mal in die beiden Zelte, die hier unten schon parat stehen, gehen? Warte, ich gehe gleich aufs Dach. Ich will das Dach erstmal abbauen. Vor allem muss ich erstmal regenerieren. Damit es bei denen reinregnet. Das ist ein Villager-Dorf. Das ist jetzt auch unsers. Wenn man in ein Villager-Dorf reinkommt bei den Villagers, muss man erstmal das Dach abbauen. Damit es bei denen reinregnet. Das sind aber keine Villager, das sind Lagerarbeiter. Unsere Lagerarbeiter. Na gut, die haben keinen Anspruch auf ein Dach. Lass ihn doch wenigstens das Dach. Das ist kein Dach, das ist ein Pilz. Lass ihn doch wenigstens den Pilz. Und kommst du endlich mal ins Zelt? Ich will gerne wissen, ob man die Nacht skippen kann. Mach gleich, ich bin hier gerade oben. Ich krieg eventuell enormen Fallschaden, wenn ich jetzt hier runterspringe. Vermutlich. Oh, es macht schön Matsch, wenn ich da auf den Fels rüberlaufe. Ich beam mich erstmal hoch. Warte, ich komme gerade ins Zelt. Was ist denn das hier? Oh. Ich komme hier nicht runter. Achso, hier komme ich runter. So, das waren die Polata-Upgrades durch. Erstmal. Mach mal eine Tür auf. Die haben abgeschlossen. Bin gefangen. Mit E. Nee, die haben abgeschlossen. Ich komme nicht raus. Die haben die Bude abgeschlossen, Mordi. Ich komme ja. Moment, ich teleportiere mich zum Party-Member. Ja. Jetzt bist du eingeschlossen. Ja, abgeschlossen also, ja? Abgeschlossen, sagst du. Mach mal Tür auf hier. Abgeschlossen. Abgeschlossen, sagst du. Warum kann ich die Tür nicht abbauen? Was mache ich falsch, dass die Tür nicht abbauen? Du hast die Tür schon abgebaut. Aber ich kam nicht durch. Mir stand die noch. Hä? Nein, oh, das ist wirklich ein Pilz. Okay, das Dach sieht scheiße aus. Ja, sag ich doch. Du hast mir erlaubt, das Dach abzubauen. Wo ist das Zeltlager? Hier ist nur eine Schlucht. Nach rechts. Aber hier ist eine Schlucht. Molly, komm mal, zeig mir mal den Weg. Zeig mir mal den Weg. Hier ist auch eine Schlucht. Du baust bei mir gerade doch den. Okay, es ist buggy wie nix. Ich habe hier eine Schlucht. Dein Internet stirbt, glaube ich, gerade. Oh, scheiße. Ich habe hier eine Schlucht. Oh, jetzt nicht mehr. Es ist schön, dass du eine Schlucht hast. Du hast gerade übelst Roboter bei mir und du backst bei mir irgendwo rum. Das ist gut. Und an meiner Verbindung kann es nicht liegen, weil ich bin flüssig. Dann wird es meine sein. Hier bin ich. So, nach rechts. Ah, hier ist das Lager. Du leckst bei mir so richtig hart gerade. Ich komm ins Zelt. Das Zelt ist weg. Läuft der Stream noch? Moment. Müsste. Ich habe das Zelt nicht mehr. Ah, da sind die Zelte. Ja, guck in den Stream. Gott, du siehst das im Stream. Das ist einfach. Ich habe da eine Schlucht. Und ich kann nicht ins Zelt. Ja. Ich kann nicht interagieren. Es backt völlig rum. Ich kann mich nicht setzen. Ich kann mich nicht. Du hast einen massiven Ping. Aber bei mir Internet alles solide. Alles gut. Was ist denn? Also Host. Sagt, Host gut. Was ist denn los hier?
Aber Stream läuft ja noch, oder? Stream läuft noch, aber die Verbindung scheint echt scheiße zu sein. Ja, willkommen bei Vodafone. Ja, ich doch auch, aber bei mir geht alles gut. Oha, ich bin im Bug jetzt auch hier gerade. Auch gerade gesprungen. Ich komme nicht ins Zelt rein. Geht nicht. Natürlich kommt er nicht ins Zelt rein. Ja, es ist gerade irgendwie. Ich muss nochmal neu starten. Kann ich das nochmal neu starten irgendwie? Das bringt nichts, das liegt an deinem Internet. Das glaube ich dir. Wie beheben wir das Problem jetzt? Es ist Freitagabend, natürlich liegt das an meinem Internet. Jeder ist zu Hause und zockt. Die Leute sollen endlich aufhören, andauernd nur Gronkh zu gucken. Das deutsche Internet kommt damit nicht klar. So, dann machen wir halt die Nacht durch und versuchen hier. Ja, offensichtlich. Also ich komme hier nicht weiter. Hier ist eine Schlucht. Eine unsichtbare Wand. Oh, hier, jetzt kann ich weiter. So, ich gehe in die Mine. Aua, das war falsch. Mal schauen, wie lange das hier noch weitergeht. Ich verstehe die Störung noch nicht ganz. Kann man Items benutzen? Hier ist eine Box. Hier ist nochmal ein Campingzelt. Nee. Ich kann nichts machen, ich kann die Kiste nicht öffnen, ich kann nicht... Ach, ja, okay. Auf. Mach mal das mit E, oder? Mit E interagiert man mit Z, oder? Wie schlüpfe ich in das Zelt rein? Modi? Mit E oder? Oh Gott, was? Wie komme ich in das Zelt rein? Was für ein Zelt? Das Zelt, was hier unten steht. Ach, du bist hier unten. Mit E normalerweise. Oh, da ist ein Käfer. Ich kann absolut nichts machen. Ich kann hier nicht. Ich kann nichts. Ich weiß, dass du nichts machen kannst. Kann keine Kisten öffnen. Deine Verbindung ist gerade richtig am Sack. Das finde ich ja toll. Ich glaub, das bringt nichts. Wir hatten spaßige 5 Minuten mit dem Spiel. Ich kann das Spiel nicht, ich kann hier keine Kisten öffnen, ich kann Türen kann ich auch nicht öffnen, ich kann Türen nicht abbauen, ich kann hier nichts. Oha, ich bin gerade quer durch den Raum gebackt. Oh, ich habe den Dicken gefunden. Mach die Tür auf für mich, mach mal die Tür, bau mal die Tür ab für mich, ich komme der Tür nicht durch. Dann mach mal auf. Siehst du den dicken Maulwurf da drin? Ja, ich will ihn besiegen, jetzt mach die Tür auf. Die Tür ist auf. Ich bin durch, ich komme. Komm jetzt, hilf mir. Hilf mir, den Maulwurf zu besiegen. Meine Waffe scheiße, ich bin auf halbem Leben. Ich helfe dir so gut ich kann. Moment. Ich kann ihm keinen Schaden zufügen. Aber er mir auch nicht. Doch. Der Schaden kommt. Bin tot. Ich helfe dir gerade so gut ich kann. Hörst du's? Nö. Schade, ich stehe in der Tür und spiel Musik. Oh, okay, alles hängt am Standbild. Ne, ich habe nicht Standbild, aber ich bin in einem abgedunkelten... ich schau mal in den Stream, Modi. Ich bin in meinem abgedunkelten Raumschiff. Ich schwebe in der Luft und kann nur noch mit dem Schwert schlagen. Ich schau jetzt mal im Stream alles. Oh. Wollen wir es an dem Punkt einfach nicht beenden? Können wir es neu starten? Es bringt nichts, deine Verbindung wird wieder versagen. Wir können es versuchen, dann gehst du einmal raus und verbindest neu. Ein Versuch wäre es wert. Aber prinzipiell dürfte da eigentlich nicht viel Neues passieren. Safe and quit. Den Versuchswurz. Ich kann mal kurz einen Internet-Speed-Test machen. Join Game. Bin ich in deinem Ding, jetzt oder? Jetzt bist du connected. Nice. Nein, du bist nicht in meiner Crew. Nice. Kannst du mich zur Crew hinzufügen? Invite. Accept. Yay. Wieso passiert das? Muss ich echt jedes Mal neu hinzufügen, oder was? Nur der Oni, ich bin der Einzige in meiner Crew. Kannst du dich zu mir porten wieder? Mal gucken. Boah, jetzt fängt's bei mir an zu laggen, Alter. Teleport, ich kann mich zu dir teleportieren. Alles klar. Hallöchen. Was ist das hier? Lol.
Okay, so ein Ding, cool, was ich vorhin hatte. Das ist mobile Gesundheit. Das ist praktisch. Was ist der Handmann hier? Aber läuft denn jetzt wieder alles halbwegs? Momentan läuft's. Okay. Mal sehen, wie lange. Warte mal ein paar Minuten. Können wir die Nacht überspringen? Ich kann ins Zelt. Ich kann wieder ins Zelt. Ja, ich nicht. Ich habe kein eigenes gerade. Wir haben bestimmt da drüben zwei Zelte. Ja, natürlich. Bei der unbekannten Dame im Lauf. Ist eigentlich offensichtlich, dass wir keine Ahnung von diesem Spiel haben? Wer lernt sie jetzt kennen? Oh, hier ist das Lager. Rein dort. Ja, ich bin drin. Ich auch. Cool. Dann werden wir jetzt so lange im Zelt bleiben, bis die Nacht vorbei ist, wie es aussieht. Weil man die wohl nicht skippen kann. Tja. Und sonst so? Was? Man muss essen? Wie kann ich hab kein Essen. Ich hab auch... Doch, ich verhungere! Ich bin gerade verhungert! Ich hab Potato Seed. Aber wie kann ich die essen? Seed habe ich... Ne, ich hab auch kein Essen. Ich hab nur Seeds. Oh, das ist so scheiße. Wir sacken in diesem Spiel so hart. Okay, ich porte mich zu dir und hole ich mir mein Zeug. Das liegt hier. Ja, ich weiß, ich hole mir mein Zeug wieder. So, jetzt esse ich auch was. Wie kann man was essen? Ich habe herausgefunden, dass man essen muss. Ich auch, aber wie isst man was? Ich habe kein Essen. Ich hab Potato Seeds. Ich habe zwei Potato Seeds. Ach, lol. Aber wie isst man die? Du musst es oben auf einen von deinen Quick Bars ziehen. Geht nicht wirklich. Man kann Pilze nicht roh essen. Ich kann das Ding auch nicht roh essen. Was ausschaut. Sag mir, was passiert. Ich koche mir. Aha. Pilze. Baked Potato. Ich kann ihn nicht, ich hab nur. Ich kann. Kannst du mir was abgeben? Ich hab nix. Guck mal. Hier. Das hast du gegessen. Natürlich hab ich's gegessen. Kannst du es fallen lassen? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Kannst du bestimmt. Kann ich dir das geben oder kann ich das? Ah, ich kann das verschieben, okay. Ich glaube nicht, dass ich das droppen kann. Ach, ja, ich komme ohne Essen raus. Cool. Ich muss auf die Figur achten, Modi. Ja. Und übrigens, man kann NPCs nicht töten. Also die Pilzleute auch nicht. Also ich baue jetzt das Dach weiter ab. Cool, ich erkunde mal weiter nach rechts, nach links. Hätte ich übrigens schon Wasser gesammelt im Dach. Nice. Ich glaube, ich baue gerade aus Versehen einen Pilzbaum ab. Ah ja, ich sehe es. Ich glaube, da ist Essen für dich. Warte, ich hol es mir. Au. Ein Pilz. Oh nein, Ich hätte gerne Fernkampfwaffe. Tja. Spinne bloß, fetter Vogel. Weiß nicht, vielleicht kriegen wir das irgendwann. Ja, safe, aber... Pilz kann ich jetzt also essen, oder wie? Nee, kann ich nicht. Rohen Pilz kann ich nicht essen, oder wie? Oh, da oben eine Kiste! Was mache ich jetzt mit dem Pilz? Du kannst ihn kochen. Am Lagerfeuer. Von der einen da. Können wir nicht hier irgendwo ein eigenes Lagerfeuer aufstellen? Nee. Oh, ich habe eine Pot-Chest. Die nehme ich mit. Mach das. So können wir Items hin und her bringen, über Kisten. Aha. Das macht Sinn. Oh, hier ist ein Händler oder so. Die Kiste reinpacken und dann... Oh Gott, hier ist...
Hier ist ein Tentakel-Tomaten. Oh, Roasted Mushrooms. Pferd. Na, unsere Frechheit jetzt. Just like Mom used to make. Ja, das machen wir auch. Ja, Mushrooms. Und die kann ich jetzt essen, oder was? Händler. Ne, die kann ich nicht essen. Wieso kann ich mir die nicht essen? Nice. Was muss ich jetzt machen, um die zu essen? Da sag ich dir gleich, ich hab grad den Wagen geklaut. Aha, komm mal her damit. Ah, okay, ich hab was gegessen. Ich hab auch auf dem Weg zufällig eine Kiste gefunden. Die werden wir jetzt gleich wahrscheinlich aufbauen. Was muss ich essen? Was muss ich drücken, um das zu essen? Ich habe schon eins gegessen, aber unkontrolliert. Aus dem Inventar rausziehen oder oben auf die Quickbar? Ah, okay. Hab jetzt so, zwei Mushrooms gegessen. Ich hoffe, wo ist denn der Balken? Die Jungs tun was. Wo ist denn der Balken, der deinen Hunger anzeigt? Der gelbe. Ah, okay. Der war ja bei mir fast voll. Ich beginne mit der Unterkellerung des Hauses.